Und oben drüber Buch. Ja, hallo meine Schnäppchenjäger und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo mit einem Produkt aus Holland, was Rebecca mir zugeschickt hat. Und zwar haben wir hier einmal Zitronenkekse, umhüllt von weißer Schokolade, beziehungsweise innen drin ist so eine Zitronencreme. Ich bin gespannt, weil ich liebe Zitrone in Kombination mit weißer Schokolade. Zitrone in Kombination mit Zartbitterschokolade. Habt ihr das schon mal probiert, Leute? Wenn ihr das noch nicht probiert habt, ich glaube diese Stracciatella, nee, diese Ferrero-Küsschen, diese Cheesecake-Küsschen, das war ja auch eine Halbbitterschokolade mit so einer Zitronenfüllung. Boah, Leute, das schmeckt nicht. Bah, erstmal übergeben. Das harmoniert einfach nicht. In Kombination mit Zitrone muss man schon weiße Schokolade nehmen. Nur dann kann es schmecken, finde ich jetzt. Aber wir werden jetzt einmal hier diese Kekse von Rebecca probieren. So, und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier einen so einen Keks hier mir rausgegriffen habe, der so zusammengewachsen ist, aber doch, habe ich tatsächlich. Sie sind einzeln, aber hier habe ich so einen, der ist zusammengeklebt. Ja, jetzt habe ich die Seite hier schon so ein bisschen eingedrückt. Sie sind sehr leicht, fast schon so wie Styropor. Boah. Knackig. Wirklich sehr, sehr geil. Sie sind richtig knackig. Außendrum die weiße Schokolade, die schmeckt man auf jeden Fall. Innen drin ist so eine, ja, die Creme ist in. Unten ist diese Creme. Und oben drüber, Buch. Und oben drüber ist nochmal so ein richtig knackiger Keks. Also der ist sehr, sehr lecker. Boah. Ich finde den etwas zu dick, weil bevor man überhaupt auf diese Creme beißt oder in diese Creme beißt, muss man erstmal durch so eine richtig fette Schicht harten Keks durch. Also, naja. Das ist nicht lustig. Der Keks, der ist geschmacklos. Ich finde eigentlich, man hätte mal so einen Butterkeks nehmen können, der wäre ganz lecker gewesen. Die weiße Schokoladenschicht außenrum ist sehr dünn. Aber man schmeckt sie. Sie ist sehr, sehr süß. Zitronengeschmack. Es ist so eine Mischung aus Zitrone und Milchcreme. Leicht vanillig. Ich finde das sehr lecker. Wie gesagt, es gibt sie nicht in Deutschland. Ich würde sie mir auch, wenn sie mal im Angebot sind, gelegentlich auch mal wiederholen, wenn es sie in Deutschland gibt. Richtig, richtig lecker. Das ist auch dieselbe Sorte von diesen Birthday Cakes, die Rebecca mir zugeschickt hat. Ich würde dem 9 Punkte geben, Leute. Das kann man gerne machen. Wenn ihr mal in Holland seid, erinnert euch an diese Kekse und probiert sie auch gerne.